Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play This War of Mine. Ich habe einiges über das Spiel gelesen. Es ist 2014 rausgekommen. Es wurde zum traurigsten Spiel des Jahres gekürt. Es ist ein Antikriegsspiel und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich würde sagen, wir starten einfach das Spiel und lassen uns überraschen, wieso die Grafik ist. Es soll ein 2,5D Grafik Engine sein. Also eine 2,5D Grafik sein. Ja, wir schauen einfach mal rein. Das Spiel gibt es zurzeit kostenlos im PSN zum Runterladen. Alle diejenigen, die wo PS Plus abonniert haben, die können sich das Spiel jetzt im Januar runterladen. Also ich muss sagen, die Grafik gefällt mir schon mal sehr gut. Der Krieg ist ausgebrochen, ein Bürgerkrieg. Wir haben jetzt hier drei Protagonisten in einer Ruine. Alle drei haben wahrscheinlich Hunger oder sind krank oder verletzt. Die drei heißen Katja, Pavel und Bruno. Na gut, schauen mal, was wir hier alles machen können. Die Katja kann gut feilschen. Der Bruno ist ein guter Koch. Der Pavel ist ein schneller Läufer, aber leider leicht krank. Ich würde sagen, wir schauen uns hier mal um. Der wird jetzt bisschen den Schutt da wegräumen. Die Katja lassen wir auch mal ein bisschen den Schutt wegräumen. Was können wir hier machen? Hier können wir die Werkstatt verbessern, aber dafür brauchen wir haufenweise Zeugs, das wir sammeln müssen. Hier können wir was zusammenbauen. Bett, Stuhl, Heizgerät, wenn es kalt wird, ein Radio, ein Herd, Filter. Alles klar. Ich würde sagen, wir durchsuchen erstmal die Ruine hier. Und schauen uns ein bisschen um. So, was haben wir hier gefunden? Kräuter. Damit können wir Medizin erstellen oder auch Drehtabak. Ein Dietrich. Nehmen wir natürlich alles mit, Bestandteile. Nägel, Klebeband, Kunststoffbehälter, Schrott. Und Holz. Holz natürlich ist ganz wichtig zum Überleben. Damit können wir einiges anstellen, bauen. Teile. Zucker, elektrische Teile, nehmen wir natürlich alles mit. Das für ein riesiger Klumpen hier. Ja, das wird auch ein paar Minütchen dauern. Die anderen zwei sind immer noch beschäftigt. Aber der Pavel ist gleich soweit. Ah, hier brauchen wir einen Dietrich. Muss es doch was Besonderes geben.
Bücher haben wir gefunden. Als Brennstoff. Oder um die Stimmung zu heben. Bandagen für Wunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nettes Baumhaus. Natürlich alles mit hier. Können wir die Türen eigentlich wieder schließen? Na, logisch. Okay, da unten geht's noch weiter. Abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen einen Dietrich. Der Brunnen ist fertig. Oh, ein Dietrich. Was war das? Schmuck, Schmuckstück, wertvoller Tauschgegenstand. Alles klar, dann können wir wahrscheinlich später handeln oder tauschen mit anderen. Und mal sehen, was uns erwartet. Können wir schon was verbessern? Ja. Die Werkstatt können wir verbessern. Können wir auch schon was bauen? Ein Bett können wir bauen. Würde ich sagen, bauen wir das Bett hier so hin. Alle drei am Rackern. Also ich muss sagen, von der Grafik her gefällt mir das Spiel überraschend gut. Mit der Steuerung komme ich auch ganz gut klar. Bis jetzt sieht das Spiel echt interessant aus. Können wir noch irgendwas herstellen? Mit Brettern zunageln. Löcher und Fenster im Gebäude. Brettern zunageln, um es besser vor Plünderer zu schützen. Natürlich, das würde ich gleich mal machen. Können wir noch irgendwas bauen? Ein Radio können wir bauen. Würde ich sagen, bauen wir noch ein kleines Radio. Hier hin. Würde ich hier hin platzieren. Der Bruno ist immer noch am Buddeln. Katja ist auch noch am Bauen. Oh, der Bruno ist fertig. Und schon wieder eine verschlossene Tür. Na gut, das heißt, wir müssen Dietrich hier bauen. Essen kochen. Können wir noch was bauen? Wir können Brennstoff erstellen. Ja, würde ich sagen. Was soll der Bruno mal sein?
Finden wir einen Radiosender? Ah, Musik spielt. Dann würde ich mal sagen, lassen wir mal die Musik an. Können wir hier raus? Gibt's hier draußen irgendwas? Nö, gibt's nicht. Können wir noch was erbauen? Brennstoff können wir noch bauen. Die Nacht bricht ein. Was gibt's denn hier? Okay. Okay, ich glaube, wir würden das bombardierte Haus nehmen. Denn da gibt es ein paar Lebensmittel. Große Menge Materialien. Materialien brauchen wir, weil die haben wir jetzt gerade alle verblasen. Eine Menge Medikamente. Große Menge an Waffen. Hört sich doch nicht schlecht an. Der Koch. Den Koch würde ich als Wache lassen. Der schnelle Läufer. Da er krank ist, würde ich ihn schlafen legen. Und die Katja, die gut feilschen kann, würde ich plündern lassen. Okay, mitnehmen. Mitnehmen brauche ich ja nichts, weil ich will ja so viel mitnehmen, wie ich nur tragen kann. Deswegen gehen wir mal los und plündern mal das alte Haus. Oh, ich glaube, da ist irgendjemand im Haus. Krieg ist kein Gemisch mehr. Angreifen, Fadenkreuz. Okay. Oh, das war nur eine Ratte. Gott sei Dank. Okay, wieder ein Plündermodus. Was gibt's hier? Das nehmen wir natürlich alles mit. Jetzt ist mein Rucksack schon voll. Wir gehen aber trotzdem mal rein und gucken, was es hier noch alles drin gibt. Ich glaube, wir verzichten auf ein paar. Wir machen das etwas gleichmäßiger hier. Nehmen ein paar Wasser. Wasser nehmen wir auf jeden Fall mit. Essen nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Was gibt's hier noch? Zucker, brauchen wir Zucker? Ich glaube, Zucker brauchen wir erstmal noch nicht. Bandagen für Wunden und Kräutermedizin. Dann würde ich sagen, hauen wir das Holz erstmal weg, nehmen die Bandagen mit und die Medizin. Den Teddybär lasse ich auch da. Wir haben noch genug Häuser zum Plündern oder wir können bestimmt nochmal zurückkommen. Da oben bewegt sich wieder was. Aber da mein Rucksack eh voll ist, würde ich sagen, wir rennen wieder zurück. Obwohl, da hinten waren wir noch nicht. Das dauert jetzt aber ein bisschen. Vielleicht können wir eine Schaufel bauen. Waffen wären nicht schlecht.
Weil mit Waffen könnten wir uns verteidigen gegen andere Plünderer. Und wir brauchen definitiv eine Schaufel. Es dauert ja ewig. Aber wenn wir diesen Schutthaufen hier schon mal weg haben, dann können wir nochmal zum Haus kommen, wenn unser Rucksack leer ist und noch weiter plündern. Aber für den Anfang brauchen wir erstmal viel Holz, viele Bestandteile, um unsere Ruine auf Vordermann zu kriegen, um uns zu schützen. Drehtabak, Düngemittel, Waffenteile. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal alles zurück. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann haut den Like-Button ordentlich rein und wir sehen uns in der nächsten Folge.